Jo Leute, willkommen auf Gameplank heute in Minecraft. Ich bin der Max, zock heute mit dem Danny, dem Paul und dem Colin, der auch die Kamera hält, hier neben mir. Wir haben uns was überlegt, wir spielen nämlich Minecraft nicht, wir spielen indirekt zusammen, wir bauen, jeder läuft jetzt irgendwo hin. Erstmal so, keine Ahnung, wie lang, 2 Minuten oder so. Sucht sich einen geeigneten Platz und baut dann sein Haus und dann baut erstmal jeder selbst auf. Und dann, wenn wir dann weiter sind und unsere Häuser und so gebaut haben, dann bauen wir auch zusammen was. Dann machen wir ein paar Projekte zusammen. Und genau. Dann machen wir mal so. Mal sehen, was kommt. Also später kommt dann Gemeinschaft mehr im Spiel, aber jetzt erstmal jeder baut für sich. Jeder macht sein Zeug, damit es ein bisschen zivilisierter ist. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten gleich mal, oder? Hat da vorne gerade jemand einen Baum abgebaut? Colin, nein. Irgendwo hin. Ja. Colin, wo bist du? Ich hab mir schon ein bisschen Bambus und sowas geholt hier. So. Ja, gleich mal gesichert. Aber ein Bambusvorkommen ist da noch, also könnt ihr euch auch was ziehen. Ich hol mir schon mal 3 Wolle. Lass doch die Schafe leben! Ne, warum? Lass doch leben, wir können farmen! Ich will aber. Okay, stimmt, das recht. Wir haben ein Schaf. So, jo. Ich werde übrigens. Warte. Ach, komm, kann ich sehen jetzt. Da vorne ist ja so eine Bucht, da vorne so eine Sandbucht da, ne? Wenn ich in die Richtung gucke. Ne, da werde ich jetzt hingehen und werde da mein Häuschen bauen, gleich. Fuck, was gehen jetzt ab? Aber erstmal holen wir uns ein bisschen Holz. Ja! Abspack-Action! Da. Wo muss ich hin? Wir haben uns nämlich schon überlegt, wo wir etwa so bauen. Ja, ich Colin wollte an der Küste, ich wollte an der Küste. Bisschen, an der Küste. Bisschen auseinander und bisschen später mit Wegen verbinden. Jo. Dani, genau, Dani wollte auch an der Küste bauen. Ja. So, ich latsche jetzt erstmal hier hinter. Dann. Achso, und die Besetzung dieses LPs ist nicht fest. Also Dani und Paul sind wahrscheinlich schon fest, aber eventuell kommen später noch ein paar andere Leute dazu. Jo, wir haben uns nämlich auf diesem Kanal was überlegt, dass wir nämlich anderen Leuten auch, die uns zuschauen, also später, wenn uns mehrere zuschauen, die können sich dann zum Beispiel bewerben und dann können sie mit uns mal eine Runde mitspielen, wenn sie das Spiel haben, ja. Und wir werden jetzt versuchen, jede Folge mal so durchzuwechseln mit anderen Leuten, die auch das Spiel haben. Ja, nicht jede Folge, immer so in der Aufnahme, ja. Wie es halt Bock macht gerade oder so. Ja, dass halt immer mal so Abwechslung ist. Also Colin und ich werden auf jeden Fall immer das zusammen sein, also immer das Ding, weil ja. Der Kanal gehört offiziell uns. Und dann, ja. Daniel und Paul sind öfter dabei. Wenn nicht sogar vielleicht auch immer, weil ich ja, das ist ein privater Server, da kann ich so viele Slots einstellen, wie ich will. Das passt dann. Ja. Braucht jemand Stein? Nein. Max, doch, ich brauche 3 Steine vielleicht, dann kann ich mir schon mal eine Spitzhacke machen. Max, ist eine alte Nudel. Oh, da liegt ein Apfel. Her damit. Hey. Stipp checken, ich brauche Essen. Geh mit dem Baum hier ab, der chillt ein bisschen so die Hälfte nur. So. Da hab ich. Oh ne, ich hab hier noch gar nicht. Geil, eine riesige Schlucht. Danny, Stein bitte. Dankeschön. Reicht schon. Brauchst du die Workbench gerade? Oder? Ich mach mal von eigentlich, ich brauche ja eh eine. Ja, hast du. Na gut, danke. Merci beaucoup. Ich stell die einfach mal hier hin, du kannst sie dann wieder abholen. Ja, wir können sie auch da zwischen uns stellen, Colin. Direkt in der Mitte von uns. Ja, später. Ich lasse sie erstmal hier stehen, da kann sich dann jeder bedienen. So, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Steinchen hier. Aua. Ja, kann ich hier stehen. Wo muss ich jetzt hab einen hin? Berg gefunden, ich bin zufrieden. Sehr schön. Wie sieht die Insel ziemlich komisch aus? Colin, wenn du hier Zuckerrohr hast, pflanzt es mal in diesen kleinen See, den wir hier vorne hatten. Ja. Da können wir dann zusammen eine große Bambusfarm machen, Zuckerrohrfarm, wie auch immer. Ich habe mir auch schon überlegt, ich werde mir einen schönen einen Bauernhof bauen, wo ich dann wohne. Und werde dann, später eine Gemeinschaftsfarm hinbauen. An dem Bauernhof. Ja genau, wir wollen dann hier alle Häuser mit Wegen und allem möglichen verbinden. Ich schätze mal auch mit Minecarts und so. Ja, na krass. Können wir da so ein bisschen rumcruisen. Aber so weit sind wir jetzt nicht weg, aber wir werden vielleicht später mal ein paar Sachen bauen, die weiter weg sind. Hat jemand was zu essen? Ach du Scheiße. Ich habe 2 Chicken und... Hast du irgendwie auf Hardcore gestellt oder Nein. so? Nein.
Oh, das sind Kühe. Und jetzt können wir die Kühe auch nicht töten. Doch, die Kühe töte ich jetzt. Nein. Essen ist wichtig. Wir brauchen erstmal Getreide. Mir scheißegal. Mach die jetzt kaputt, zusammen Tücher. Oder was? Nee. Nein. Allgemein. Erstmal ein bisschen Tiere halt. Ich glaub, du Dreckskuh. Hier ist schon wieder so ein abgeschnittener Baum. Die spawnen auch immer wieder, Leute. Ich sag. Nee, ich spawn überhaupt nicht wieder. Das die spawnen nicht wieder, Paul. Oh, das tun sie. Nein. Colin spielt mit dem. Welchen Texture Pack spielst Wachs. Du? Wachs. Wachs pro BD. Wachs, okay. Oder Wachs pro BD oder was jemand ausspricht. Ich glaub, manche Leute finden es gut, ich find's scheiße. Ich find's geil. Geht. Ich find's, das ist was anderes als die anderen Texture Packs. Ich mag diese Ultra HD Dinger nicht. Vor allem dieses LB Fotorealism, das mag ich überhaupt nicht. Das ist wirklich krass, ey. Die Ultra HD Dinger sind scheiße, so wie Misas oder so, die finde ich auch nicht schön, aber. Kommt immer auf die Situation an. Jetzt hier mit dem Shaders, ich spiele nämlich mit Shaders hier zusammen. Ja, ich hatte eigentlich auch Shader drin, nur irgendwie ruckelt das bei mir total. Wenn ich ohne spiele, alles super, aber mit. Keine Ahnung. Oh. Ja, Tali, du kannst mir spackt's aber jetzt auch gerade richtig ab irgendwie. Der ist einfach heftig, was der an Ressourcen Allen. Frisst. Ja. Es ist World Edit drin. Ach jo. Ja, welcher von Idioten braucht denn eine Holzaxt? Ich? Die baut genauso schnell ab wie eine Hand. Nein, du laberst. Doch. Betten nicht? Fast, ja gut, aber. 30 dann merkst du fast keinen Unterschied. Komm, mach das mit der Hand kurz und dann holst du dir ein bisschen Stein, dann passt das schon. Max, ich kann dir auch Stein geben. Das Problem ist nur, es wird gerade Nacht. Wie? Wo bist du? Am Spawn. Ich hab schon Fleisch hier. Ich suche Max gerade, der war doch hinten in seinem abgelegenen Eck. Ist egal. Max, ich hab was bitte. Egal. Nee. Das stimmt jetzt wiederum nicht. Paul, lebst du noch oder bist du gerade gestorben? Ja. Zuckerrohr. Max, wo bist du? Immer noch. Alles gut. Ja, ich bin hier hinten, das siehst du, das ist so ein. Eine Wüste? Eine Wüste? Nee, so ein Zipfelding ist es. Wo so. Ich bin. Was brauche ich noch? Könntest du mal runter zum Wasser kommen? Will ich dich vielleicht sehen. Was willst du denn von mir? Ich wollte dir Steine bringen. Ja, ich baue mir gerade selbst welche auf. Ich brauche Essen. Natürlich habe ich kein Schwert. Sponsor. Achso, wir spielen übrigens in der 1.4.2. Ja? Absolut, ganz, ganz neu. Heiß auf dem Markt. Jo, ich wollte ein bisschen Holz holen. Was ich scheiße finde mit dem Slime-Set, das geht direkt auf den Sack. Ey, das ist geil, da braucht man nicht mehr diese ewigen Slime. Ja, das finde ich aber gerade scheiße, weil das war das Einzige, was ein bisschen schwer war zu ergattern. Der Rest kriegst du so leicht, außer Diamanten vielleicht. Weil da hat es wenigstens vielleicht nochmal so ein Ziel. Oh, ich muss Slimes finden, aber jetzt. Toll. Jetzt habe ich schon drei Slime-Bälle. Ich hatte noch nie das Ziel, Slimes zu finden. Ja, ich meine, wenn man Redstone baut, zum Beispiel so eine automatische Pistenfarm oder sowas. War spezial, die braucht kein Mensch. Doch, die ist geil. Wobei ich es auch wahrscheinlich nicht bauen werde, weil das finde ich dann irgendwie auch wieder langweilig, weil dann hast du wieder alles und musst nur Knopf drücken, dann hast du wieder alles. Das machst jetzt einfach für alles viel zu einfach. Das finde ich gerade scheiße. Findest doch eh alles scheiße, du Bobo. Ja, ich bin Emo. Ich finde alles kacke. Richtig. Aber was ich cool finde irgendwie an den Slimes, weil das ist der Sumpf ein bisschen gefährlicher. Wobei die Slimes jetzt zwar keine großen guten Gegner sind, aber. Aber ja, ist doch, überhaupt was da. Die können dich fertig machen, die machen dich ziemlich schnell kaputt. Na gut, wenn der 10 Slimes hinterher rennen, weil die teilen sich ja immer so auf. Ja. Aber bist du richtig die dick ganz am Arsch. Kleinen machen ja keinen Schaden. Ja gut, das stimmt. Wenn die auch ja, aber wenn nicht. Du mehrere große hast, da reichen 3 Stück und du bist schon. Und dazu da ein wer hat Tag gemacht? Ich hab geschlafen. Achso. Toll. Geht das? Ja. Nee, Dani, hast du nur gerade gesehen. Ups, das war ein Creeper. Ey, achso, wir haben die Creeper-Explosion noch ausgeschaltet, ne? Ja, finde ich aber besser, weil das ist eh nur. Ja, vor allem, du musst eh nur alles reparieren. Schaden machen sie, aber die Umgebung ist kaputt. Das finde ich besser. Das ja, Kohle! Gut. Das stimmt wohl. Ich weiß zwar gerade nicht, was mir hier mit Minecraft abgeht, aber ich habe hier richtig. Ja, komm nochmal neu rein. Alter, was schießt denn hier auf mich? Skelett. Hure. Was soll der Scheiß? Hey. Stirb! Komm, oh, gib mir. Alter. Scheiß Baum. Gib mir einen Bogen, Jude. Toll! Krüppelpimmel. So. Da muss ich was ändern. Oh, schade. Stirb. So, die restlichen Chickens lass ich mal leben, weil ich will nicht, dass die. Das finde ich ja keine Chickens mehr haben. Die laufen jetzt hier nach, nicht nur Getreide mehr.
Na, die Chicken aber nur. Ja, und das ist eben. Mit denen kannst du dir auch paaren. Ich weiß. Weil Getreide war immer so unrealistisch, fand ich. Ja. Weil so ein kleines Vieh, so ein Gebatzen. Einfach mal hinterhergeschoben. Ja, einfach rein in die Fasse. Ja, auch gerade sagen, hier richtig rein. Das mit den Baby-Chickens finde ich sowieso geil. Also das mit den Baby-Tieren überhaupt. Das fand ich übelst geil, das Update. Ja, das ist schon krass gewesen. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich brauche Essen. Kurz nachgucken hier. Video-Settings. Ah, habe ich ganz hoch. Gut. Sehr schön. Ich werde mich jetzt schon mal zu meinem Punkt aufmachen, wo ich dann bauen werde. Ja, Max, ich habe hier so einen schönen abgeschnittenen Teil. Hast du den auch in deiner Nähe? Wenn du auf deine Minimap ich bin gerade da, warte kurz, ich muss. Achso, ja, du bist ja raus. Jetzt kommt runter, ihr Blätter. Dann die Workbench habt ihr behalten, oder? Ja, kannst du behalten, ich habe schon eine neue. Gut, einfach ersetzt hast du sie, ey. Kalt jetzt nicht. So, davon lassen wir hin. Denn hier keine Äpfel mehr raus. Sounds könnte ich ein bisschen lauter machen. Was fehlt in Minecraft, finde ich, ist eine Apfelfarm. Hier so allgemein so Bäume, da wo richtig Äpfel runterfallen. Ja, das stimmt, wo die auch dann richtig dranhängen, ne? Nicht einfach nur rausfallen. Weil das ist irgendwie Hauptnahrungsquelle mit. Hier wollte ich bauen, an dieser geilen Bucht hier. Ah, ja. Und diesen See. Hast du jetzt eigentlich Mods und so drin, Colin? Naja, Reis Minimap habe ich oben drin und das war's auch schon. Ach, das war ja nur so reinziehen, ja? Was reinziehen? Minimap? Max, wir haben noch eine Grunddings da. Ich habe doch im Raum eine Grunddatei hochgeladen, die musst du dir noch runterziehen. So. 142 runter, Grund und dann lädst du dir runter und dann hast es. So, ich war da oben. BZW, wenn du mit Shader willst, die Shader. Muss jemand von euch Dirt abbauen für euer Haus? Ja, Shader ist behindert, das spackt ziemlich ab. Ich könnte noch ein bisschen Dirt gebrauchen, aber erstmal. Nee, ich meine, ob jemand gerade abbaut, weil er eine Fläche haben will oder so. Nee, noch nicht. Gut, dann weil ich brauche nämlich Dirt. Dani, mit welchem Texture Pack spielst du gerade so? Ich spiele mit dem Adrundal Doku. Achso. Okay. Ein ganz schönes Texture Pack, wie ich finde. Eins mit der besten. Scheiße! Also wer mal auf Adrundal ist, ruhig mal ausprobieren. Sieht schön aus. Wenn es überhaupt welche gibt, die Adrundal kennen. Aua. Bestimmt. Ob jemand Mühe welche macht, dort zu gucken. Ja. Chirp! So. Alles gut. Ja, genau. Ich hab Essen. Ich hab schon 38 Slimeballs, ey. What? Ich will auch ein paar. Ja, Junge, gehst du am Tag durch den Dschungel, dann hast du an der Nacht und dann hast du ein paar Stacks. Vor allem durch den Dschungel. Meine ich auch, Sumpf, wenn ich hier. Ach, willst du hier unten bauen, Colin? Nein, ich baue nur Dirt. Ja, da oben kannst du bei mir ein bisschen Dirt farmen. Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, wieso kann ich den denn nicht aufnehmen? Welchen? Ich hab jetzt einen einzigen Schleimball. Hier, komm her. Schleimball? Schleimball. Danke, Colin. Willst du dafür auch was abhaben? Nö. Hol mir Ach, Dirt, hier, guck mal, ich hab was für dich. Oh, danke. Ja, hab ich nicht. Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ich brauch auch sie jetzt ein paar. Hab ich zwei Stück. Kriegst aber nicht. Die brauch ich nämlich selber. Ey, lol. Wie geht das denn? Wollen wir das Projekt verraten mit dem lieben Danny zusammen? Ja, warum nicht? Wir können ein bisschen was sagen, ja. Also, Sache ist die, ich hab mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, er gesagt, wir werden. Danny baut ganz, ganz gerne, also er baut auch unseren Server auf und so. Und zwar wollen ganz wir alleine einführen, dass. Ja, ganz alleine. Gott sei Dank alleine. Dass. Er baut eine Map für uns. Momentan baut er so eine kleine PvP-Arena, über die wir dann bald ein Video machen werden. Wir stellen dann immer vor in Videos mit ihm zusammen und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für Maps wollt. Wenn ihr zum Beispiel keine Ahnung von Redstone und so habt, dann baut er die euch auf. Also er sucht ja, genau, er sucht sich dann das Beste raus, was er findet, so von den Vorschlägen. Und dann, oder wenn ihr was Bestimmtes braucht, zum Beispiel, ja. Wenn ihr für eine Aufnahme eine Kulisse oder so braucht, wenn ihr auch ein bisschen.